hey Leute und willkommen zu einem kleinen Welpenvlog. Top, oder? Dafür gehen wir jetzt erstmal zu Simba. Hey Simba, hey Simba, hier Simba. Hi, 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 na? Ja, ich wieder zurück. Ja, ja. Hi Simba, ja, hi Simba, hi Simba, hi Nala, hi, ja, ja. Guck, wie dünn jetzt Nala geworden ist. Nala ist einfach so dünn jetzt wieder. Die ist vor allem noch viel dünner als davor. Das ist voll insane. Oh, was ist denn da? Oh mein Gott. Was ist da, Nala? Ja, ist ja gut. Ist ja gut. Ist ja gut. Darf ich mich hier hinsetzen? Darf ich mich hinsetzen? Leute, falls ihr euch daran erinnert, vor kurzem habe ich ja nochmal einen Vlog gemacht und da war Nala nicht ganz so dünn, da war sie nämlich schwanger. Und jetzt, Leute, jetzt gibt es einfach Welpen. Und Simba hat sehr viel Respekt und traut sich kaum in die Nähe eigentlich von den Welpen. Dürfen wir mal reingucken, Nala? Darf ich dich wegschieben? Darf ich dich... Danke, perfekt. Guckt euch das an, Leute. Ich mache jetzt die Tür auf. Da, da, da. Oh, scheiße, sie werden wach. Ich habe sie geweckt. Nein. Hallo. Oh, scheiße. Hilfe. Haut ab. Geh wieder rein mit dir. Oh, guck mal das Gesicht an. Nein. Wie süß sind die? Oh, die sind einfach so goldig, ne? Die letzten Tage war ich eigentlich fast nur bei den Welpen immer, habe aber nichts gefilmt gehabt. Deswegen filme ich jetzt was, weil ich wollte einfach die Zeit genießen mit den Welpen, ne? Ich meine, kann man mir auch nicht übel nehmen, ne? Guck mal, wie süß die sind. Guck mal, was der da macht. Ah, ich muss euch gleich einfach alle mal vor... Was hört denn das da? Ich glaube, er streckt sich. Ah, da geht jemand an die Kamera ran. Guck mal, warte mal. Kann ich sie auf den Rücken drehen? Mit einer Hand. Ja. Komm, Bauchkrollis. Die mögen das eigentlich immer mega. Aber Konjo mag das gerade nicht so. Ich muss mal das Mikro umdrehen. Dann hört die, wie die sich anhören. Hört ihr es? Hört sich mega an, oder? Nala, willst du vielleicht zu uns wieder kommen? Komm mal her. Komm hier, Nala, komm hier. Ich nehme jetzt den hier vorne, okay? Nala, wir machen es so, okay? Du blockierst da rechts den Weg. Oh, scheiße. Oh, nein, nein, nein. Warte, warte, warte. Du brauchst jetzt noch nicht sauber machen, noch nicht? Ich, also, das Ding ist... warte kurz, Nala. Das Ding ist, Nala will die gerade sauber machen. Ich helfe dir, Nala. Ich nehme ihn weg von dir. Alles gut, ich nehme ihn weg. Ah. Ich werde einfach nur gerade Welpen-Content geben. Oh, der kommt nicht wieder hoch. Ach der, einfach lost. Einfach lost. Nala, ich glaube, die wollen gleich, ne? An deine, Piep, 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 piep. Ich weiß aber nicht, ob ich das schaffe. Normalerweise bin ich eigentlich nur der Beobachter von einem. Ich kenne mich damit doch gar nicht. Oh, Nala, guck mal, er will kommen. Oh. Jungs. Ist einfach zu süß. Da kommt noch einer runter hinten. Ach, scheiße. Was mache ich jetzt? Nala überfordert. Sie wird angegriffen. Kleiner Mops oben, kleiner Mops unten. Was geht hier ab? Du, Konjo, dich heben wir mal so hin. Den anderen vorweggeschoben. Tut mir leid. Mach du da Platz. Perfekt. Die anderen pennen noch. Ich glaube, ich weiß nicht, ob ich die wecken soll. Ah, scheiß drauf. Oh, guck mal, das sind die beiden, die genauso aussehen wie Simba. Macht Spaß, ne? Leben ist hart. Was? Die beiden? Möchtet euch mal, wie hell die sind? Guck mal, wie dunkel die da hinten sind. Die sind dunkel, die kommen nach Nala ein bisschen mehr. Und die beiden nach Simba. Ja, Simba, die kommen von dir, siehst du? Merkst du? Simba, die kommen von dir. Nein, wo gehst du hin? Nein. Nein, wie voll. Oh nein, bye bye. Ich glaube, man hört das leider kaum. Aber Nala wird immer richtig zerfetzt von denen. Das ist so insane. Und manchmal ist auch krass, finde ich, wenn die Welpen träumen. Manchmal träumen die und ich denke mir so, wovon träumen die? Die haben noch nie was wirklich im Leben gesehen. Ich meine, die sind ja noch blind. Da, guck, er träumt ein bisschen. Seht ihr das? Okay, sieht man nicht so krass, aber... Da. Guck, er träumt. Wie süß. Darf ich dich vorsichtig wecken? Hallo? Jetzt aber, komm, ich leg dich einfach da drauf. Jetzt will er auch. Oh Gott, oh Gott. Schlägerei, Schlägerei! Oh Gott, es tut mir so leid, Nala. Was habe ich dir nur angetan, ne? Das machst du gut, Nala. Brave, Nala, sehr gut. Guck mal, du, mein Junge, siehst du, da ist gar kein Spot. Wir packen dich mal nach da. Du wirst da schon einen Spot finden, glaube ich. Ja, okay, alle haben Spot. Perfekt.
Ist das nicht süß? Ich muss euch gleich mal zeigen, wie es aussieht, wenn die versuchen zu laufen, falls sie danach noch Energie haben. Oder ob sie sich direkt wieder schlafen legen, das weiß ich gar nicht. Jetzt darf ich erstmal warten. Super. 20 Minuten später. So, nach und nach sind sie langsam fertig. Man hört sie immer die ganze Zeit im Hintergrund schnarchen. Das ist super anstrengend, ey. So, du bist auch fertig. Perfekt. Kommt nach links. Ihr seid auch gleich fertig, oder? Nala muss gleich ihre andere Aufgabe nachgehen als Mutter. Man sieht vor allem auch, dass dieser Web hier komplett nach Simba kommt. Ich meine, guckt euch das mal an. Was ist das denn? Das hat nur Simba auch. Das Simbas Art. Guck mal, die anderen? Gar nichts. Da ist nichts wirklich. Hier auch Rückenspeck. Fast nicht vorhanden. Wie Nala. Hier ist auch gar nichts. Aber das, was ist denn das hier? Kann ich ja komplett greifen. Guck mal, das ist ein Gesicht sogar. Bist du fett? Ich meine, fluffig. Oha. Oha, kann ich richtig greifen? Ich bin so fies. Das stört die aber nicht. Das stört sie gar nicht, wenn man sie fluffig nennt. Die haben starkes Selbstbewusstsein, Leute. Guck mal hier. Hier ist mein Finger. Nimm meinen Finger in den Mund. Oh, er ist umgefallen. Er ist tot. Na, dann guck mal, was da? Guck mal. Na, dann komm hier. Na, dann zeig deinen Job. Na, was auch immer. Mach sauber, Nala. Die machen, von sich aus machen die noch nichts. Deswegen muss Nala immer mit der Zunge rübergehen, ein paar Mal, damit sie sich erleichtern. Und jedes Mal, wenn sie es machen, gähnen die eigentlich immer. Tu es. Tu es. Ja, das zähle ich jetzt gähnen. Das ist purer Genuss. Oh Gott. Perfekt, und das machen wir jetzt fünfmal und dann sind wir fertig. Ja. Jetzt klopft irgendjemand. Okay, da uns Nala gerade verlassen hat, gehen wir jetzt ganz kurz jeden Welpen einmal durch, weil ich weiß irgendwie nicht, wer wie heißt und irgendwie sind sie alle mega süß. Welpe Nummer, weiß ich nicht. Das ist Kiara. Jetzt kannst du wieder hinlegen, aber hinten hinpacken. Perfekt. Dann, oh, guck mal, wie süß. So, dann gehen wir jetzt zu Hund Nummer 2. Den nehmen wir hier oben, weil der zerdrückt irgendwie den anderen. Das hier müsste... Scheiße, das ist, Kuru? Nein, ist nicht. Okay, Nuka? Doch nicht, nevermind. Es ist Sarabi. Got it. Perfekt. So, jetzt haben wir schon zwei. Das sind die beiden Weibchen, haben wir bekommen. Jetzt kommen noch drei Männchen. Wir nehmen erstmal den hier außen. Das ist Nuka. Ja, das ist Nuka. Willst du auch gähnen irgendwie? Willst du auch irgendwas Cutes machen oder gar nichts? Perfekt. Oh, oh, er hat genießt. Habt ihr es gesehen? Zu süß. Können wir sie wieder zurücklegen? Nehmen wir dich. Das ist dann, Koopa. Koopa? Koopa. Koopa. Ja, es ist so Simba Junior gefühlt, weil es ist ein Junge und sieht eigentlich aus wie Simba. Oh. Leute, ist das nicht süß? Oh, er schmatzt. Oh, zu süß. Und jetzt zum Schluss kommt von meinem Bruder der Liebling, das ist Koru. Willst du auch was Besonderes machen? Oh mein Gott, der ist einfach zu besonders. Egal, er muss nichts machen, er ist auch so süß. Ja. Jetzt brauchen wir eigentlich wieder Nala. Ah, Nala ist aber gerade draußen, die spielt mit einem anderen Hund. Ich blende es ganz kurz mal ein. Wo ist denn Simba? Was ist denn das, Simba? Versteckst du dich im Hintergrund? Was ist denn das, Simba? Simbas Eifersucht kickt gerade richtig rein. Perfekt, wir gehen wieder rein. Bin wieder da. Hallo? Warte, schlafen alle wieder. Meine Schwester hat sie zurückgepackt. So, okay. Alle Welpen liegen jetzt gerade wieder im Bett und schlafen. Aber einen muss ich mir nehmen. Der muss jetzt versuchen zu laufen. Die können doch nicht wirklich laufen, aber die versuchen es ab und zu mal. Und wen nehme ich? Ich würde... Ja, okay. Da liegen vier Stück. Und hier ist der eine. Ich glaube, Buddy, du wirst wieder mein Opfer sein. Und by the way, wir behalten zwei oder drei von den Welpen. Wir wissen noch nicht, glaube ich, ganz genau welche. Obwohl doch, zwei... Ah, nee, wir wissen eigentlich alle drei, die wir behalten. Und zwei Stück geben wir weg. Es muss leider sein. Und es muss leider auch sein, dass du jetzt mein Opfer bist für die heutige Tagesschau. So, okay. Ich würde dich ja gerne mit Leckerli locken, aber... Leckerlis gibt es für dich ja noch nicht. So, mein Freund, du musst jetzt versuchen zu laufen, okay? Ja, komm hier. Ey. Ey. Ey, hallo. Ich
glaube, das wird nichts mit dem Laufen, oder? Kann ich dich nochmal von Laufen überzeugen? Ich heb dich nochmal hoch. Ich glaube, der will wieder zurück. Ich zähle das mal als Laufen, okay? Ausnahmsweise zähle ich das jetzt als Laufen. Und... Wo will er hin? Es ist noch kein richtiges Laufen. Ab und zu laufen die sogar noch heftiger. Warte mal, ich kann vielleicht mal ein Video einblenden. Ich habe vielleicht noch ein paar Videos. Mit Handy gefilmt. Oh, und er rollt. Ich blende es einfach mal kurz ein. Kämpfe. Ja, eigentlich, ich weiß halt nicht wirklich, was ich euch zeigen soll. Die sind halt ultra süß, aber mit denen kann man noch nicht viel anfangen. Die machen den ganzen Tag dasselbe. Sie schlafen, sie essen und dann schlafen sie wieder. Ich meine, jetzt hat er sich einfach dahingelegt und pennt wieder. Deswegen, ja, ich hoffe, euch hat es bis jetzt trotzdem recht gut gefallen und ich hoffe, ihr findet die auch so ultra super cute, wie ich sie finde. Guck, die träumen teilweise. Seht ihr das mit den Pfoten, wenn sie wackeln? Frag mich immer noch, wovon die träumen. Weil die können ja nicht sehen, ne? Deswegen. Ich hoffe aber trotzdem, tut mir leid, dass ich dich nochmal nehme, mein Freund. Ich hoffe trotzdem, euch hat das kleine Video gefallen. Ich werde demnächst nochmal einen Vlog machen zu den Welpen, wenn sie ein bisschen größer sind und richtig laufen können. Wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr natürlich gerne eine Pfote nach oben da lassen. Guck mal, wie klein die sind. Guck mal, wie klein die Pfoten sind. Das ist auch unglaublich. Gott, wie klein. Mein Daumen ist genauso groß. Und ja, ich denke, das war's mit dem Video. Wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr natürlich gerne eine Pfote nach oben da lassen. Komm, wie klein die ist. Ja. Ihr könnt euch auch nicht vorstellen, wie weich die sind. Das ist unglaublich. Ja, das war's, denke ich, mit dem Vlog. Und demnächst gibt es dann nochmal einen Vlog in ein paar Wochen, wenn die Möwen größer sind und richtig laufen können. Ja. Und ja, ich würde sagen, bis zum nächsten Vlog. Guck mal, wie ihr euch anguckt, Leute. Bye, bye.